So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Scarlet Nexus. Wie, Moment, wo muss ich überhaupt hin? Oh, ich kann jetzt doch die Treppe hoch, oder? Und ich kann super oft sprinten. Ach so. Ja, wunderbar. Mir fehlt noch ein bisschen so die Erfahrungspunkteanzahl. Ah, und da kann man speichern. Sehr schön, aber wir machen jetzt mal was Witzigeres. Einen kleinen Sprungfallangriff oder so. Oh, die haben was Seltenes gedroppt. Und war das nochmal selbst? Ja, rechts werden so die Items immer schnell aufgelistet, aber ich kann die gar nicht so genau schnell zählen. Was bist du? Kikuchi, irgendwas. Umwelt C. Und hier ist auch nochmal was. Umwelt. Umweltobjekte halt einfach. I don't know. Normalisierungstablette. Ah, so gegen Debuffs wahrscheinlich. Ah, mit Alt kann man auch sehen, welche Fähigkeiten da dann unten rechts sind. Das ist alles sehr, sehr nice. Also das Spiel gefällt mir wirklich mega. So, und dann haben wir... Oh, Angriff mit Spezialobjekt. Geh. D.A. Also Spezialobjekt, das knattert schon heftig rein. Noch mehr. Oh. Oh, Mist, Mist, Mist. Oh, das hat gut gedrückt. Und dann kriegt's noch die normalen Objekte rein. Oh, ey. Wo war mein Angriffsding? Ich habe noch was draufgeschleudert. Generell Kampfbericht S. Sehr nice. Das ist pretty rare. Okay, man muss ja auch echt ein bisschen die Umgebung kann nicht mehr tragen. Aber dann setze ich es einfach ein. Dann kann ich es wieder tragen. Ich weiß halt nicht, wie ich die Hanabi heilen soll. Alle. Okay, es gibt, man kann irgendwie leichte Gelee und alle leichte Gelee füllen. Moment, hier geht's noch hoch. Ja. Okay, mit der Karte ist verwirrend mit mehreren Stockwerken. This place is incredible. The city is above and below us. It feels like I'm in a VR from a theme park I went to when I was a kid. It used to serve as the connection base to Togetsu. The city infrastructure was destroyed in another attack about 5 years ago. So, what you see is what remains. Togetsu is the stronghold of the Togetsu faith, right? It's kind of like a cult. Don't say that out loud. Kagero is a believer. He was even a priest at one time. What? That guy is a priest? Hey, you do realize I can hear you, right? Don't forget. Our platoon's headsets are all connected. Sorry. No, don't worry about it. My parents were believers, so I just naturally became a priest. I don't care about the teachings at all. Now that Kikuchiba is like this, you hardly ever see people coming to Suo from the church anymore. What's that drone doing?
found us even though we were jamming them. Crows, Captain. So they sniffed us out. Look alive, everyone. Crows? And the press. Guys, the crows will make a big deal out of this. Let's make it exciting. The city vision projectors must be broken. Crows, crows, crows. Schon eine was geht Verbindung. Gruppengedankenverbindung ist sehr bequem. Ja. Aber der ist halt übers Psynet. Er will die Kampfberichte. Okay, ja, die kriegt er dann irgendwann. Kann ich eigentlich auch so die Umgebung zerstören? Nee. C und... Oh gut, dann war es halt kein guter Kampf. Muss ja auch nicht immer sein. Oh! Wir halten. Oh Mist, okay. Beim nächsten Mal. Nein, schon wieder ganz klar. Okay, ja. Ich wusste nicht, dass es sofort ausgelöst ist. Gut, es braucht noch ein bisschen Erfahrung. Und die Gegner sind schon Level 4. Wann kommt unser Level ab? Kann ja nicht sein, dass die Gegner Level 4 sind und wir haben... Moment. Wir haben jetzt so... Ach, wir haben 2 Hirnpunkte. Oh, ich bin... Habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, wenn wir 2 haben... Plug-in. Mehr Erfahrungspunkte ist auch gut. Weißt du was? Wir machen einmal kurz das und das. So, dann haben wir jetzt diese bei der Ausrüstung die Plugins. Aber ich habe keine weiteren. Okay, schade. Trotzdem wird es noch super, super nützlich sein. Oh, nice. Theoretisch müssen wir nach links, aber hier liegt ein Umwelt irgendwas. Ich weiß nicht, was es bringt. Oh. Oh ja, während ich springe, kann ich ja die Dinger auch einsetzen. Das ist ja nice. Und Stufenaufstieg. Perfekt. Oh, die anderen zwei habe ich gar nicht mitbekommen. Oh. Das heißt, da gibt es dann auch gleich noch ein paar Hirnpunkte. Das wird instant weggeballert. Ja, nur Schwert ist irgendwie nicht so stark. Aber hey. Da wird irgendwas auf der Karte angezeigt.
Ich habe keine Ahnung, was. Aber gut, checken wir nochmal kurz die Hirnkarte. Wir haben nochmal 2 Punkte bekommen. Dann machen wir doch den perfekten Ausweichangriff. Doppelsprung und dann halt Folgeangriff. Vier. Aber wieso ist der Folgeangriff hier und das andere Ding ist 4 Waffenangriffe. Ach so, das ist Psycho. Aha, okay. Mhm. Das eine ist Waffen, das andere ist Psycho. Ja, wenn man liest, dann ist man da im Vorteil. You're on my team, though, so you didn't need to check in. What are you doing, Nagi? Ach, weißt du was, wenn wir eh wieder da so ein Gelee rumliegen haben, nehmen wir nochmal eins. Da, halt, da ist das Ziel. Nice. Und noch so ein Umweltding. Nagi, that's a restricted area. Get back here. Oh, sorry. I was just Nagi baut nur Scheiße. That still doesn't make it okay. You'll write up an incident report when we get back to headquarters. Yes, sir. Sieht schon cool aus. Jo, und sprinten können wir auch. Aha. Boah, sogar 2 Items. Von hier, da kommen wir. Nochmal so eine nice Tablette. Das ist voll und. Nochmal ein Gelee. Und wir könnten was kaufen. Mal kurz in den Laden schauen. Wir haben ein bisschen Geld. Und wir haben beide nochmal die Verteidigung. Oder kann man nicht... Können wir jetzt 2 kaufen? Ich kaufe mal 3. Weil ich glaube, Geldprobleme so mit diesen 600 Dingern, das wird jetzt nicht so krass sein. Ah, okay, geht doch nicht. Schade. Ja gut, aber dann hätten wir es trotzdem schon mal für andere Charaktere. Aber sie kann ja noch 1 tragen. Ach nee. Hat sie ihre eigene Hirnkarte? Ich dachte, das wird dann so geteilt. Okay, das habe ich dann nicht so bedacht. Könnten von denen einfach 20 verkaufen, dann hätten wir 200, aber Kampfberichte. Es bringt 1200 und davon haben wir 4 Stück. Aber ich würde alles mal noch ein bisschen da lassen. Umweltdaten. Okay, Sekunde. Dann würde ich auch eh sagen, das ist... Ja, es ist nur er abgebildet. Hier ist irgendwas Rotes. Oh, Stufe 1. Flammenwerfer. Lösen SAS-Effekte. Das kommt alles noch. Ah, das mit der Hirnkarte verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja nur auf ihn. Ich will sie doch auch noch leveln. Warum hat sie Gruppen? Da muss sie wahrscheinlich Anführerin sein, also Taktik, freier Kampf. Ja, freier Kampf passt eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.